I had a cancer tumor in my right hand, and that's how I ended up doing an amputation. I was born without my foot and my hand. Zu meiner Prothese bin ich gekommen vor 15 Jahren durch einen Arbeitsunfall. I come from Stockholm, Sweden. I'm a mother of two. It's been a lot of challenges going through what I've been through. My name is Johanna. It's both the cancer diagnosis and then it's like amputation. But losing a hand when the amputation was done, it almost has been just a fun journey to like trying out the prosthesis. I'm going from the Netherlands. My special message is the one from Pippi Longhouse, and she always said, I never did it, but I think I can do it. And that's my living motto, because if you don't try it, you don't know if you can do it. I'm 25 years. My name is Enya and Sebastian. Wohne in einem kleineren Ort in der Nähe von Kassel. Bin 39 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ja, mein Name ist Sebastian Ebert. Es gibt verschiedene Übungen, verschiedene Trainings, die man durchläuft, um so ein bisschen spielerisch, sage ich mal, die Funktionen kennenzulernen. Das wirkliche, den wirklich großen Effekt macht es dann im Alltag. Lernt man dadurch und irgendwann benutzt man dann die Prothese halt einfach mehr und häufiger und für verschiedene Dinge und lernt dann damit umzugehen. Muss ich erst kennenlernen, ist ja alles neu. Bei der Armprothese ist es einfach, sind so viele Kleinigkeiten, warum man einen Arm braucht. Und es ist so wichtig, dass man das ja von Anfang an lernt.